Mir! Grundregeln für die Flucht vor Cops, natürlich. Die Polizei von Rockport sucht ständig nach Straßenracern. Hier ein paar Tipps. Distanz, so. Du musst einen Abstand zwischen dir und den Cops herausfahren. Ach nee, hinter ihnen herfahren, das kann jeder. Du entkommst erst, wenn du außer Sicht bist. Nimm eine Route, auf der du schnell Richtung vornehmen und dich im Verkehr verstecken kannst. Auf dem Highway hast du kaum eine Chance. Da bin ich anderer Meinung, aber das geht erst mit dem schnelleren Auto. Verstecken. Wenn du außer Sicht bist, sucht die Polizei nach... Geht's noch runter? Nein, nicht. Nach dir. Versteck dich oder beobachte dein Radar und halte dich vor den Polizisten fern. Ja, es geht auch. Verstecke erscheinen als blaue Kreise auf der Minikarte. Verfolgungsstopper hängt dir die Polizei in den Fersen. Achte auf Verfolgungsstoppern. Das ist übrigens sowas wie ein Donut, den wir vorher umgefahren haben. Mit denen du dich schnell loswerden kannst, ja? Mit denen du sie schnell loswirst. Sie erscheinen als Dreieck auf der Minikarte. Verstärkung, wenn... Gut, sind wir unten. Wenn die Cops hinter dir Verstärkung brauchen, fordern sie sie an. Ach nee, die haben ja ein Gehirn. Mach dich aus dem Staub, bevor sie eintrifft. Oder du musst dich um noch mehr Polizei kümmern. Ey, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Und manchmal sind die Versteckungen echt langsam, ja. Da wartest und wartest, musst du immer mit einem rumfahren und bis die mal kommen. Ey, Wahnsinn, oder? Der Verstärkungstimer erscheint auf der Verfolgungsanzeige. Wunderbar, fertig, tschüss. Verpiss dich. So, da haben wir auch schon die Rennen fertig. Dann können wir doch direkt mal rüber switchen auf die Meilensteine hier, ja? Und mal das Tutorial anschauen. Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. Yay, yeah, jetzt wissen wir, wie wir von den Polizisten entkommen können. So, erstmal schauen, Licht geht, hinten auch. Bremsen geht, wo habe ich ein Bremsen? Oh, das ist Rücklicht, Rücklicht geht auch. Wo habe ich ein Bremsen? Oh, verdammte Scheiße. Ja, da bin ich schon wieder auf die Windows-Taste gekommen. Es ist echt schrecklich mit mir. Ich pack's gar nicht. Ja, eigentlich wollte ich irgendwo hier schauen, wo habe ich denn die Dingsens-Taste hingetan. Naja, wissen wir nicht. Auf alle Fälle jetzt umschauen. Kommt keiner. Linker Blinker haben wir leider nicht. Und losfahren. Natürlich wechseln wir gleich auf die linke Spur. Schließlich müssen wir einen Haufen überholen. Und dann beschleunigen wir mal hier mit... Naja, sagen wir mal so von 0 auf 100 in knapper Minute oder so. Auf 130 und das haben wir ja schon. Dann können wir hier mit 170 fast durch die Radarfalle sausen. Ist ja Wahnsinn, oder? Ja, schaut euch dieses Bild an und 4000 Kopfgeld haben wir. Einmal um den Block. Ah, scheiß Auto, ey. Ja, du bist echt nicht ganz ohne. Ey, servus Kumpel. Straßenrallye sind hier übrigens verboten. Wahnsinn, oder? Ey? Die Jugend von heute. So, jetzt noch ein bisschen Kopfgeld hier. Naja, da fangen wir fast hier an. Und wieder ein Tutorial. Die Jungs von der Blacklist stufen andere Fahrer nach ihrem Kopfgeld ein. Je mehr die Cops dich jagen, desto besser ist dein Ruf. Und desto schneller steigst du in der Blacklist auf. Verfolgungsmeilensteine sind der schnellste Weg, dein Kopfgeld zu erhöhen. Aber lass dich nicht erwischen. Erarbeite dir genug Kopfgeld, werde berüchtigt und vielleicht bist du schon bald Most Wanted. Auf jeden Fall, das haben wir morgen, oder? So. Die Standard-Objektsuche der Polizei. Einmal drehen und wieder warten. Hey! Schon langsam geht er mir aber auf die Nerven. Nein, nicht du. Naja, gut, den holen wir eh nicht mehr mit unserem Auto. Oh mein Gott, wir sind außer Gefecht.
Mit so Stufen 1 Cops immer zu spielen, das ist, naja, leicht ermüden manchmal. Macht es. Ah, da ist die Nummer 2. Wunderbar, da haben wir den ersten. So, den zweiten müssen wir wieder behalten, weil sonst haben wir wieder keine Cops. Negativ. Jetzt erst. Ja, du bist ja auch ein ganz Schneuer. Ein ganzen Schneuer bist du. Du warst auf der... Achso, nee, ich fahr auf der falschen Straßenseite. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für dieses Vergehen. Ja, da ist der Schwein. Wow. Schauen wir mal. Oh, da kommen wir nicht durch. Nein, ist zu spät. Ist zu spät. Da haben wir keine Chance. Mal anders probieren. Vor allem von gegengesetzter Richtung ist es mit so einem Auto quasi unmöglich. So, wo seid ihr denn? Ja, mir ist aufgefallen, ich kann hier, wenn ich Rücksdingsens habe, dann kann ich nicht links lenken. Sollte man berücksichtigen. So, jetzt machen sie wahrscheinlich gleich wieder die Blockade, oder sie probieren es zumindest. So, fahre ich mal kurz auf die andere Seite rüber und schauen wir mal, ob wir rüberkommen. Ja, aber hat nicht ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, sie sind alle ein bisschen hinter uns. Wunderbar. Bleib so stehen. Wunderbar. Schon haben wir einen weniger. Oh, dich brauchen wir noch. Nee, wir haben ja noch einen. Hä, was für Code 6-Fahrzeuge? Ich bin nur einer. Tschüss. Du bist hinter mir, ja. Deine Kollegen, die haben schon Feierabend. Zack. Leichten Streifschuss gegeben. Oh, der hat ein Fass vor sich herschieben. Hat man das jetzt so? Also ich dachte, auf den letzten Tuning-Kongress war das noch nicht so. Bist wohl up to date. Ja. Soll ich mal wieder in so einem Heftchen stöbern. Ah, gibt's da irgendwo noch mehr? Hey, mit einem rumzufahren ist echt langweilig. Manchmal muss man echt auf dich warten. Halt die Fresse, ich bin doch schon wieder da. Ja, von hinten hat er gesagt. Super Idee. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal ein bisschen langsamer tun, wenn du da so lange brauchst, ja. Fahr mal ein bisschen neben den Holzlaster her. Na toll, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Schau dir mal die ganze Schweinerei hier an. Aber da zum Glück kommt da schon ein Kumpel. Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Der Verdächtige wurde... Wunderbar. Tut mir leid. Ich sag auch für dich aus, wenn du mal was brauchst. Jetzt hat er auch schon ein Fass. Ich glaube, ich muss echt mal wieder in die Tuning-Werkstatt. Hey, Wahnsinn. Ey. Yeah, wir sind durchgekommen. Oh nee, der ist wieder falsche Richtung. Ey, das haben normale Bürger von Amerika schweren Atems oder so aufgestellt. Da kommst du einfach da. Jetzt hatte der auch schon was vorne an der Heckscheibe, glaube ich. Oder Frontdingsens irgendwas. Vorne an der Heckscheibe. Oh Gott, Leute. Oh, schrecklich, oder? Wie schafft er es überhaupt, mir zuzuhören? Tschüss! Haha, oh, ich brauche... Scheiße, ich brauche dich ja. Ist vor mir einer? Nein! Verdammt. Ja, gut. Hilft nix. Hilft nix, Leidl. Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Fahrtrichtung Osten. Auf der Abfahrtsstart... Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist, das ist also deine Chance. Versau es nicht. Ach so ist es, wir sind schon fahrtüchtig und fahrbereit, ja. Das wäre ja 22.800 Kopfgeld, ist nicht schlecht, ne? Habt ihr recht. So,
Überall sind diese Dinge aufgestellt. Wahnsinn. So. Sofort zurück zum Unterschlupf. Einmal speichern. Ja, ja, ja. Blacklist 15. Herausfordern. Zweimal schwulen Rundkurs fahren und dann haben wir dich. Dann sind wir Nummer 15 auf der 15er Blacklist. Ja, ja, dieser kleine VW hier, der neben uns steht, hat's, glaube ich, schon ziemlich drauf. Manchmal tut er sich mal nicht schlecht. Aber ist auch Geschmackssache. Ach, fahren tut er Katastroph. Fick, wie auch immer. Katastrophal. Oh, nee, ich hasse diese Kurve. Da kommst du nicht mal mit einem Lamborghini gescheit auf, was weiß ich, 150 oder... Ja, 150 schon. Aber 200 ist da manchmal schlecht. Oder so ähnlich. Ich kann nicht ganz so gut singen wie die Leute da drin, aber ich kann es nicht lassen, ne? Diese Musik reißt mich mit! Genauso wie dieses Auto fast hier, aber das ist eine andere Geschichte. Also das Auto meine ich jetzt. Das wird nämlich mit Sicherheit irgendwann nochmal kommen. Dass wir von so einem kleinen unschuldigen Zivilisten, der mir im Weg ist, möchte ich nochmal schon betonen, nichts irgendwie vorbeikommen. Ah, das war knapp. So, wunderbar sind wir da rumgekommen. Oder so ähnlich. So. Ich hoffe nur, ich bekomme die ganzen Rechte für die Folgen. Weil wenn ich jetzt da im Hintergrund immer die Musik laufen habe, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da immer so urheberrechtsmäßig gut herauskomme. Seht ihr ja dann, wenn mal eine Folge nicht kommt. Ich hoffe, das sind dann nicht allzu viele, falls wirklich so der Fall sein sollte. Weil sonst hätten wir ein Problem. Dann müssten wir die Musik nicht komplett ausschalten oder so. So. Oh Mann, hey. Aber ich muss echt sagen, die Neuauflage, sag ich jetzt mal, von der Xbox 360, die ich auch hab, das ist ja HD-kompatibel, sag ich jetzt mal. Da merkt man schon einen Unterschied, also die Grafik ist da schon eindeutig besser. Autsch. Aber es gibt Leute, die sagen so, Grafik ist für sie einerseits das A und O. Für mich, aber eigentlich könnte man sagen, nicht nur für mich, sondern für alle, die Minecraft spielen, dürfte das eigentlich keine Rolle spielen. Irgendwie habe ich jetzt gerade voll den Reim hier gemacht. A und O. Minecraft spielen, ne? Weil ich meine, wer Minecraft spielt, dürfte von Grafik nicht recht viel verstehen oder wirklich auf dem Spielspaß aus sein. Ich tue beides nicht ganz, also ich verstehe schon ein bisschen was von Grafik, ja. Battlefield 3 sieht geil aus, aber das kann natürlich jetzt jeder sagen. Denn ich meine, beides macht Spaß. Aber Minecraft habe ich deutlich mehr gespielt. Allein in der Zeit, wo Battlefield raus ist jetzt. Ich meine, Battlefield bin ich noch nicht mal Level 10, ja. Da werden mich jetzt mit Sicherheit einige sagen, what the fuck?